Hey, hallo, willkommen beim Food Ninja und heute habe ich Soft Muffin Cookies Blueberry und Cranberry von Hofgut. Das ist die Eigenmarke von Famila. Und 210 Gramm sind hier drin und außerdem mit feiner weißer Schokolade. Das sieht sehr gut aus, finde ich. Und ja, da bin ich gespannt drauf. Von Hofgut gab es auch schon mal so weihnachtliche Apfel. Ah, ja, sieht wirklich ganz gut aus, finde ich. Ja, man merkt hier Soft, also die kann man biegen. Und man sieht hier die einzelnen Beeren, hier sieht man auch die weiße Schokolade. Also das ist mal richtig geil. Soft Cookies, alles kommt drauf an. Wenn ich lieber was Keksiges will, dann ist das natürlich falsch, weil das überhaupt nicht knackig ist. Das ist so saftig weich. Man könnte jetzt natürlich, wenn man da unvorbereitet da reinbeißt, denken, oh Gott, was mit denen los? Sind die irgendwie, haben die rumgestanden und sind irgendwie labberig geworden? Aber ich finde es irgendwie, also ich finde es irgendwie ganz geil. Hat so ein bisschen was vom Kuchenteig, saftigen Kuchenteig und dann die Beeren dazwischen. Das ist dann so dieses Fruchtige. Weiße Schokolade ist hier nur an einer Stelle. Das ist so eine dicke Flocke drin. Die muss ich hier eigentlich suchen. Aber die passt ganz gut zu dem süßen, fruchtigen von den Beeren. Ja, ich finde es richtig geil und lecker. Und ich werde mal gucken, ob es davon noch andere Sorten gibt, weil das gefällt mir sehr gut. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, die Eigenmarke 1,79 oder 1,99, so die Packung. Das geht eigentlich. Ja, soweit also. Das hier zu den Soft Muffin Cookies von Hofgut. Bis dann.